So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es endlich weiter mit diesem wunderschönen Integra von diesem Herrn da. Einige haben immer nachgefragt, was ist mit dem Integra? Was war damit? Eigentlich gar nichts. So wie wir gerade gesehen haben, der stand tatsächlich seit dem letzten Event. Das war letztes Jahr im Oktober. Das heißt, wir sind wirklich 7 Monate, hast du dieses Fahrzeug nicht bewegt. Nicht gestartet, nicht irgendwas durchgespült, nichts. Das stand einfach nur die ganze Zeit in der Garage. Nichts gemacht. Ja. Wintergenossen. Ja. Nein, aber das Ende vom letzten Video war ja auch so, dass tatsächlich alles funktioniert hat. Ja. Nichts kaputt gegangen ist. Ihr erinnert euch, letztes Jahr gab es ja diese Leidensgeschichte mit dem Getriebe, wo Eugen so täglich nachts das Getriebe ausgebaut hatte. So, das hat alles funktioniert und jetzt würden wir, beziehungsweise sind wir euch noch ein Video schuldig, wie wir mit dem Auto mal eine Runde fahren. Das geht natürlich nicht in diesem Race-Modus. Das heißt, da muss erstmal ein bisschen wieder was angebaut werden hier, ne? Nein, das heißt, als allererstes zeigen wir euch mal kurz das Auto. Ja, so. Halbe Meile, wie sich das gehört, mit standesgemäß extrem extra langen Auspuff. War sogar schon so lange her, dass Eugen gerade aufgefallen ist, dass es doch ein Edelstahl-Auspuff ist. Ich hatte anfangs einen Alu-Auspuff. Der war ein Tucken länger, ne? Der war länger und ich hatte leider dazwischen ein Flexrohr. Mhm. Und deswegen knallte er jedes Mal gegen den Unterboden und hat sich ein bisschen bewegt. Ja, und ich dachte eigentlich, dass ich die ganze Zeit einen Alu-Auspuff drunter hatte, weil hat da ganz gut funktioniert. Aber ich glaube, das musste schnell gehen. Ich hatte kein Alu da und deswegen erstmal Edelstahl eingebaut vorm Rennen. Kurze Rennen. Mhm. Wir haben in dem einen Golf-Video kurz Thema Traction Bar angesprochen. Okay. Die man hier wunderschön sehen kann. Ja. Das heißt, an dieser Querverbindung gehen diese Arme zum Querlenker. Und dann, das ist richtig gerade schon vorgespannt. Ist da schon richtig Druck drauf? Da ist jetzt gar kein Druck drauf, nein. Also es ist jetzt nicht so, dass du es so weit vorspannst, dass es schon... Nein. Es führt einfach nur. Es führt einfach nur, ja. Okay. Die ganze Vorspannung, Nachlauf, Vorlauf, Sturz und so weiter, habe ich bereits eingestellt gehabt, damit das Ganze funktioniert. Also es ist wirklich nur dafür da, wenn das Rad nach vorne will, kann es einfach nicht nach vorne. Ganz genau. Hast du da einen Unterschied gemerkt? Macht das viel aus? Dramatisch. Echt? Ja. Weil man muss dazu sagen, die letzten Videos, wenn ihr gesehen habt, wie schnurstrahlaus das Ding hier fährt. Ne? Ja. Und verändert sich natürlich komplett die Spur und dann öffnet er sich quasi und dann fährt er nach links und rechts. Ja. Und er springt dann auch. Mhm. Also ohne die Traction Bar springt er dann. Okay. Das ganze Armaturenbrett fängt dann an zu springen und so weiter. Das heißt für Frontantrieb eigentlich unbedingt notwendig? Bei Honda auf jeden Fall. Ja. Ich denke mal, das hat auch mit der weichen Aufhängung zu tun. Mhm. Die ganzen Buchsen sind zwar schon ein bisschen verstärkt, aber hat nicht viel gebracht. Die Räder gehen locker 10 cm nach vorne. Mhm. Das schleift auch teilweise sogar an den Innenradläufen. Ohne die Traction Bar? Ohne die Traction Bar, ja. Jetzt ist alles stabil, jetzt ist alles perfekt. Was erstaunlich ist, für die ganzen europäischen Autos gibt es sowas auf dem Markt gar nicht. Die Traction Bar. Ja, also für Golf 2, Golf 3 und so weiter. Hat sich noch nie einer Gedanken gemacht. Ja, aber ich glaube, in der Honda-Szene, sobald einer Traction Bar anspricht, dann weiß jeder sofort. Weiß jeder gleich Bescheid. Ja, und das hier ist alles PU schon, ne? Das ist schon alles PU, ja. Okay, cool. Ja, viel Platz ist hier überall auch. Ich werde jetzt filmen wir mal von hier aus rein. Guck mal, wie das mit der Downpipe hier alles. Das ist schon wirklich. Ein Centi. Rundum Platz. Teilweise einen halben Zentimeter. Ja. Teilweise auch nicht mal, ne? Ja. Ja, wie viele Stunden hier schon so reingegangen sind. Habe ich nicht mitgezählt. So, dann auch schön hier hinten alles zugemacht. Hier kommt ja dann die Diffusor immer noch drunter, ne? Beziehungsweise nur die Platten quasi. Die Kiemen noch so, ne? Und auch die hat man sehr doll gemerkt. Mhm. Die hatten wir die auf dem Event abgeschraubt? Ja. Weil sonst ging auch den Trailer immer nicht drauf, ne? Wie war das?
Jetzt mittlerweile? Ging nämlich, ja. Ich hätte mich gedacht, die waren nämlich eigentlich noch drunter, aber es ging eigentlich drauf. Die habe ich nur abgeschraubt, als ich in die Garage damit reingefahren bin. Aktuell noch irgendwas in Planung mit dem Auto? Ja. Genießen, dass er fährt. Fertig. Fertig, ne? Ja. Zustand? Nein. Mehr Leistung? Nein. Na gut. Neue Turbolader? Nein. Da war ja was im Thema, irgendwie auch eingeschlafen. Ja, genau. Ich habe eh schon gesagt, dieses Jahr, jetzt gibt es ja erstmal keine Events, dann ist auch gleich irgendwie so ein bisschen dieser Druck weg. Ne? Ja, ich muss nichts machen, ne? Keine Rennen, also muss ich auch nicht schrauben. Eine Sache habe ich ganz vergessen, wir haben übrigens einen neuen Kameramann, das muss ich euch einmal kurz zeigen. Mal gucken, wer ihn kennt. Der ist ein bisschen schüchtern und traut sich nicht, was zu sagen. Crazy, ne? Ja, muss ich erstmal dran gewöhnen. Ein neuer Mann. Mal gucken, wie es weitergeht. Jetzt ein hübscher Mann. Ja, so, okay. Spaß muss sein. Jetzt Auspuff. 89 durchgehen. Ja, auf dein Rad hin damals, ja. Das stimmt, war erst 76, ne? War schon immer 76. Was ich krass finde, ist, das werdet ihr dann hören, wie leise dieser Auspuff ist. Ja, brummt, ne? Ein bisschen. Genau. So, ne? Also ich finde das Auto selbst so ja noch erstaunlich leise. Ist halt ein Vierzylinder. Aber hiermit war das wirklich, ich will jetzt nicht sagen, es ist auf jeden Fall, die Nachbarn werden nicht. Ist auf jeden Fall leiser als der Mercedes aus deinem letzten Video. Das definitiv, ja. Mit 108 Dezibel. War so, ja. Ja, waren 108, 109 Dezibel, ja. Und was für mich ganz wichtig war, dass das Wastegate zurück in den Auspuff reingeht. Mhm. Ne? Also selbst wenn ich einmal richtig schön durchlatsche, dann muss sich keiner erschrecken. Also er fährt ganz normal. Wobei das jetzt gerade ja theoretisch auch schon ist, dass es wieder reingeht. Das ist jetzt von dem Auspuff erstmal unabhängig, weil es ja davor schon wieder ins Hosenrohr reingeht. Genau. Ja. Ja. Ja, so, okay. Und wie ich sehe, andere Platte mit... Massiv gebaut hier, ne? Ja, das ist jetzt... Schon mal überlegt, das Ding in Carbon zu bauen? Auch das war mal ein Thema, ja. Können wir mal angehen. Das ist ja auch nicht die erste Platte wahrscheinlich, ne? Das ist tatsächlich die allererste Platte. Mhm. Deswegen auch noch so schwer. Mhm. Ne? Das 3 mm Alu. Damals war Gewicht noch überhaupt nicht. Ne? Ja, genau. Nee, boah, da kommen aber auch wieder Kiemen drin. Ganz kleine diesmal, genau. Für die Straße, aber die bringen auch schon eine ganze Menge. Okay, genug gequatscht, Auspuff dran, Platte tauschen und ab auf die Straße. Oder der erste Kumpel, wo ich mir gesagt habe, pass auf, das soll jetzt ein Video sein für das deutsche Publikum. Versuch mal bitte nicht Russisch zu sprechen. Und er fährt, nur Russisch gesprochen oder geschimpft die ganze Zeit. Das ist der Rückwärtsgang. Immerhin sind noch Spiegel dran, da bin ich ja schon ganz froh drum. Schwierig, fremde Autos zu fahren. Mir wird auch jetzt schon warm. Ich weiß nicht, ob es das Auto ist oder. Oder du bist. Oder Aufregung. Ja, also die Sitzposition ist gar nicht meine. Ja, gefühlt. Du wärst einen halben Meter weiter vorne. Gefühlt sind Arme 10 cm zu kurz und
Beine zu kurz. Aber ich glaube, ich sehe das bei meinem Vater immer, je älter man wird, je weiter hinten sitzt man. Echt? Das ist kein Spaß. Der sitzt nämlich auch immer so ganz weit hinten. Ich sage immer, hey, wie kommst du da unten an die Pedale ran? Okay. Jetzt ist nur die Frage, wer ist von uns älter? Ich persönlich hätte auch gedacht, der ist leiser von denen. Ich habe noch so zuverlässig gerade gesagt, so laut ist der ja gar nicht. Doch, ne? Ist er. Ist doch gut laut so. Ne? Ja, spätestens dann, wenn du so 100 konstant fährst, dann brummt er schon ganz schön. Aber sonst so auf den ersten Metern, würde ich auf jeden Fall sagen, fährt eigentlich sonst so ganz normal. Lenkert gerade. Wenn man sich an die Kupplung erstmal so ein bisschen gewöhnt hat, ne? Und mit ein bisschen Drehzahl fährt. Man merkt extrem die Sperre vorne drin. Echt? Ja, ja. Jetzt in der Kurve hast du es schon gemerkt. Nee, guck mal, merkst du hier so. Finde ich. Oder ist es irgendwas an deiner Achseinstellung, ne? Dass der deswegen, guck mal, man muss ihn ja richtig mit Kraft, also der fährt ja so gut geradeaus, dass du ihn richtig, guck mal, mit Kraft rausdrücken musst. Ja, ne? Weil wenn er es nicht tun würde, dann würde er bei 300 nach links und rechts fahren, aber nicht geradeaus. Ja. Aber guck mal, das finde ich heftig. Guck mal, kannst ja richtig, macht ja gar nichts. Der will trotzdem geradeaus fahren. Ja. Für alle, die vielleicht seit dem letzten Video neu auf dem Channel sind, sag noch mal in 2-3 Sätzen was zu dem Auto. Honda Integra Type R. Genau, hat serienmäßig eigentlich einen 1,8 Liter Motor drin. Hier ist es auch ein 1,8er Motor, allerdings aufgebohrt auf 2 Liter, fast 2 Liter. Und hier drin ist auch nicht der Serien Integra Motor, sondern eigentlich so ein billiger Honda Civic Motor drin. Ja, mit dem bin ich schon mein Leben lang unterwegs und der ist schon immer im Civic drin gewesen, jetzt auch im Integra. Dann Turbo-Umbau, natürlich. Ja. XXL Turbolader. Ja, schon relativ großer für die Honda-Szene. Minimalster in der VW-Audi-Szene. Ne? Und ja, ist halt ein Motor, der so aber auch von der Drehzahl lebt und so. Ne? Deswegen kommt er mit relativ kleinen Turboladern immer schon gut zurecht. Ne? Jetzt klein ist natürlich auch jetzt wieder übertrieben. Ne? Ja. Weil wenn du den Lader für 4 Zylinder siehst, ist das schon wieder männlicher. Ne? So, und Leistung ungefähr? Knappe 880 PS haben wir gemessen. Allerdings behaupte ich mal, dass er auf der Meile noch ein bisschen mehr hatte. Aber auch keine 1000 oder so. Also wird irgendwo in den 900 PS sein. So, und man kann ja eigentlich schon sagen, dass eigentlich an dem Auto alles, was mit Motor zu tun hat, irgendwie umgebaut ist. Ja, jede Schraube schon mal angefasst. Ja, da bleibt nicht mehr viel über. Auch Getriebe, Antriebswellen, Sperre, volles Programm, alles. Weil du hast das Auto schon wie viele Jahre jetzt? 10 Jahre. Wo wir das letzte Video aufgenommen haben, ist auch schon 2 Jahre her. Dann werden es wahrscheinlich jetzt 12 Jahre sein. Auf jeden Fall, Eugen ist hier schon etliche Jahre am Schrauben an dem Ding und somit auch wirklich alles rundum angefasst. So, ne? So, als allerletztes allerdings hast du ein neues Steuergerät eingebaut. Ja, das MS-Lab-Steuergerät und ein Grieche hat das programmiert und abgestimmt. Ja, aus Griechenland. Genau, aber da gibt es auch Videos zu. Da war so ein witziges Video, wie tatsächlich Grieche zu Hause saß mit Kaffee und Kuchen und das Auto auf Prüfstand war und er mal eben 800 PS getippert hat. Ne? Jetzt fahren wir halt ohne Griechen, ohne Laptop, einfach nur auf der Bahn. Und das finde ich an dem Auto auf jeden Fall cool. Wie anfangs das Video schon gesagt, Auto im Oktober einfach nur weggestellt, rausgeholt, Schlüssel umgedreht, fährt. Und fährt und startet sofort, ne? Was man ja schon so realistisch bei diesen Tuning-Autos sagen muss, oder anders bei Autos, die knapp 300 auf einer halben Meile fahren, ne? Das ist wirklich der seltenste Fall, dass man da mal Auto wegstellt, ein halbes Jahr später wieder rausholt, ne? Und alles funktioniert so ungefähr. Die meisten stimmen dann nochmal neu ab und so und da passen die Temperaturen an, Sprit und so weiter. Sprit läuft übrigens auf Ethanol. Ja, das ist halt so ein bisschen Japaner-Style, sage ich jetzt mal, ne? So mit diesen Rundinstrumenten, das ist so, die sind jetzt rot, ändern aber die Farbe? Rot heißt alles gut. Ah, rot heißt alles gut. Ja, weil Tacho auch rot ist, die ganzen Knöpfe, das Radio ist in rot, das ist im Grunde genommen alles in rot. Sobald irgendeine Anzeige in blau zum Beispiel wechselt, dann stimmt irgendwas nicht. Das heißt, die Temperatur ist zum Beispiel zu kalt oder der Öldruck ist zu niedrig. Und wenn sie blinkt, dann ist es schon gefährlich. Äh,
Was auf jeden Fall schon mal cool ist, dass du das Auto schon noch mit dem Fuß fahren kannst. Ne? Es ist nicht so, dass der nur 0 oder 1 macht, sondern du kannst den so wie eben schon langsam auch mit dem Fuß so ein bisschen beschleunigen lassen. Ne? Ich habe nur mal gedacht, dass die elektronische Drosselklappe recht träge funktioniert. Bei serienmäßigen Autos ist es immer so, du drückst aufs Gas und so eine halbe Sekunde später beschleunigt er erst. Und hier ist es wirklich sehr, sehr bissig und er hängt wirklich am Gas, als wären es eine ganz normale manuelle Drosselklappe wäre. Ja. Das waren ja 7,5, ne? Ja. War allerdings auch nicht voll reingetreten, sondern so mit dem Fuß mal so ein bisschen gucken, wie der so fährt. Ne? Ja, aber ich finde cool, wie man so. Weißt du, es ist nicht so, das Ding fährt nur so 0 oder 1, aber man kann schon ganz weich mit dem Fuß. Ja. Spaß. Fährt auf jeden Fall gut. Fährt ganz anders, als ich erwartet hätte, weil es ist tatsächlich so, man merkt gegenüber einem Golf zum Beispiel nicht mit dem Auto so krass Frontantrieb wie in einem Golf. Was passiert beim Frontantrieb oder beim Golf? Er zieht in die falsche Richtung. Nee, kann ich schwierig erklären, aber ich finde, das Auto fährt sich so ein bisschen wie ein übertrieben gesagten Heckantrieb, wo du merkst, das Auto schiebt von hinten. Ja. Merkst du hier halt wirklich, wie das Auto von vorne zieht? Ich glaube, das hat wirklich was mit der Traction Bar, die du letztens angesprochen hast, zu tun. Das war höchste Drehzahl. Aber ist Traktionspreis immer noch geil. War gut, ja. Also hätte ich nie im Leben gedacht, dass das dann doch so. Ja, es ist wirklich so, wir haben uns in das Auto reingesetzt, sind losgefahren. Ja. Und nicht irgendwie, du hast wahrscheinlich noch nicht mal Luftdruck geguckt. Nein. So, ne? Deswegen, man hätte da mit Sicherheit jetzt Steuergerät, Laptop gucken, was er macht und so weiter, ne? Aber dafür. Normalerweise Sprit anpassen und so weiter, ne? Weil wir haben auch den Sprit gestern einmal aufgefüllt, auch nicht wirklich getestet, was es für ein Sprit ist. Aber er passt die Menge des Sprites sowieso an, weil es ein E85-Sensor drin ist. Und der passt eine gewisse Spritmenge selber noch an. Der zweite Gang hat man jetzt gemerkt, da dreht er. Und das waren gerade 10, ne? Ja. Macht das total gerne. So ranfahren, dann wieder vom Gas gehen. So. Das ist genau mein Ding. So, wir haben es geschafft. Ich würde sagen, das reicht für heute. Wir wollten euch nur mal einen kleinen Eindruck verschaffen, wie so ein Vierzylinder mit knapp 10.000 Umdrehungen fährt. Hat mega Spaß gemacht. Vollsten Respekt, dass das Ding wirklich aus der Tiefgarage in die Werkstatt, Auspuff getauscht und dann noch eine Runde Autobahn mitmacht. Dir zuliebe. Und genau deswegen kriegt er jetzt noch einen kleinen Porn hinterher. Und ich würde sagen, wir sehen uns spätestens garantiert auf irgendwelchen Events nochmal. Ne? Wenn Corona vorbei ist, geht's los. Vollgas. Ciao. Danke, ciao.